Kampfkontrolle. Ja, da ist noch alles beim Alten. So, das wäre es erstmal. Und da eine von den beiden, diese ist ebenfalls geladen gewesen. In dem Teil. Hab ich gerade leer gemacht. Meine ich zumindest, wieso werden die nicht gestapelt? Egal. So, davon hätte ich dann also jetzt zwei Stück. Dann gucken wir doch mal, ob wir hier irgendwie, ne, mit dem hier ins Gespräch kommen können. Schon wieder hier, was kann ich für dich tun? Was hast du zu bieten? So, Geld, ein bisschen. Munition, ganz, ganz viel. Würde 800 bringen, 1600 beide zusammen. Geld wäre natürlich toll. Das ist 2,23er. Millimeter. Aber die hat er leider nicht. Und davon habe ich eigentlich mehr als genug im Augenblick. Ich gucke mal, ob ich die woanders loswerde. Das Teil ist eh zu teuer, ne? Also da kommen wir nicht ran, da können wir uns schenken, das überhaupt auszuprobieren. Wobei, ich meine, gut, wenn ich hier irgendwie alles raufschmeiße, vielleicht, aber bringt er dann nicht. Jo, schade, 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 schade. Noch irgendwas? Goodbye. So, dann versuche ich es mal bei dem anderen Händler. Ich hoffe, wir kommen da jetzt, so wie ich mir das vorstelle, hier durch. Und vor allen Dingen ist natürlich jetzt die Frage, wie komme ich da mit den Sklavenhändlern jetzt da klar? Also, ne, wie kann ich das jetzt abschließen? Kann ich das überhaupt abschließen? Oder ist das jetzt ein ganz großes Problem? So, ich versuche nochmal Folgendes. Die Waffen packen wir alles in das Inventar. Damit haben wir ja, ne, selber erstmal die Waffen nicht mehr am Start. Ich speichere vorsichtshalber nochmal. So. Ach, der kommt auch schon an. Dann schauen wir mal. Was ist los? Du wirkst schon wieder, als wolltest du den Vorgesetzten rauskehren. Allerdings, wir müssen über unseren Abstand. Wir müssen warten. Ich kann die natürlich warten lassen. Was ist hier mit der Ausrüstung? Ah, leg deine Waffe weg. Okay, klar, ich kann aber nicht versprechen, dass ich nicht wieder aussteige, wenn es Ärger gibt. Ja, okay. Sehr gut. Abstand. Weit, wir sollten uns ein bisschen verteilen. Ja, ich lasse das erstmal so. So, okay. Also, wir haben also auf jeden Fall die Möglichkeit, den zu sagen, ne, Waffe erstmal weglegen. Und dann hoffe ich mal, dass wir auf die Art und Weise, sollte sich jetzt selber heilen. Oh. Ausrüstung reden. Auch hier erstmal Waffe weglegen. So. Und natürlich hier mit ihm auch noch. Lass du wollen. Jawohl, Freund. Klingt gut. Okay. So. Ich hoffe, die haben jetzt auch alle das getan, was sie sollen. Dann gehe ich hier mal rein. Weil der scheint das ja mal beurteilen zu können, halt, ob man jetzt da weiter darf oder nicht.
glaube ich. Ich bin nicht ganz sicher. So, mal ganz höflich nachfragen. Wenn du Fragen hast, geh zu Sheriff Dumont, der weiß Bescheid. Also jetzt zumindest nicht am Meckern. Wäre jetzt der Hammer. Aber ich wäre nicht böse darum, wenn das tatsächlich so einfach ginge. Und vor allen Dingen auch meine Leute hier wieder dabei und kann die nach Bedarf entsprechend halt, ne, entweder sagen, hier, macht nichts oder bleibt irgendwo stehen, ich gehe ja erstmal alleine weiter wir brauchen entsprechende Unterstützung. So, vorsichtshalber auch die nochmal ganz kurz anquatschen. Ja, das geht. Das wär's gewesen. Ich hätte das gar nicht so aufwendig machen müssen. Na gut, wieder was dazugelernt. Sheriff Dumont. Wer ist eigentlich Sheriff Dumont? Mit dem haben wir, glaube ich, hier noch nicht gesprochen, ne? Du siehst einen grauhaarigen Mann in der Uniform der NKR-Polizei. Bist du der Gesuchte? Ja, es darf doch nicht wahr sein. Lass dir einen guten Rat von Sheriff Dumont geben, Fremdling. Solche wie dich schätzt man in dieser Stadt nicht besonders. Wenn es irgendwelchen Ärger gibt, greife ich knallhart durch. Also, kann ich irgendwas für dich tun? Ich bin auf der Suche nach Bunker 13. Weißt du, wo der ist? Hast du einen Geek mit Sicherheit? Ich bin auf der Suche nach ehrlicher Arbeit. Kannst du mir helfen? Am besten, alles läuft super. Ich frage erstmal nach Bunker 13. Keine Ahnung. Das würde sogar Präsidentin Tanti ganz gerne wissen. Würde eine Menge Probleme lösen. Okay. Entschuldigung, ganz kurz räuspern. Probleme? Sieh dich um. Die NKR ist im Wachsen. Wir brauchen Ersatzteile, Computer, alles Mögliche. Das Problem gibt es, seit diese Siedler im Bunker 15 eingezogen sind. Bunker 15, Siedler, was geht da vor? Wüstenratten. Du musst verstehen, die Ursprünge dieser Stadt gehen auf Bunker 15 zurück. Es hat da offensichtlich vor langer Zeit Auseinandersetzungen gegeben und die Überlebenden haben Shady Sands gegründet. Bunker 15 ist also unser rechtmäßiges Eigentum. Vor ein paar Jahren haben sich da Siedler eingenistet und seitdem gibt es ständig Probleme. Am besten du redest mit Tandi darüber. Tandi? Die Präsidentin der NKR, wer denn sonst? Die macht sich ganz schön Sorgen und sie hat mich sogar gebeten, ihr einen von meinen Hilfs-Sheriffs für einen Sonderauftrag auszuleihen. Ich habe das nur sehr ungern abgelehnt, aber ich habe selbst genug zu wenig. Ich habe selber zu wenig Leute. Wie wär's mit mir? Vielleicht kannst du mich ja empfehlen. Dich? Nein, das geht nicht. Ich kenne dich ja gar nicht. Am besten wäre es, wenn du einfach selbst zu ihr hingehst. Ihr Büro ist in der Kongresshalle. Ah ja, okay. Danke, das mache ich. So, naja gut, immerhin. Ein paar wichtige Informationen dazu bekommen. Und jetzt ist die Frage, war hier die Kirche oder war... Irgendwo hatten wir doch da unsere neuen Brüder und Schwestern gefunden. Diese Ranger... Oder war das nicht? Das war die komische Bar. Das kommt mir bekannt vor. Genau. Auch hier nochmal den Trick mit der Shift-Taste. Hier wird nichts angezeigt. Den Tisch hatte ich ja auch durchsucht, meine ich zumindest. Ja, stehen sie wieder alle prima im Weg, klar. Du siehst, ganz gewöhnlicher Holztisch. Ich gehe mal so ein bisschen hier in die Richtung, damit die da weggehen. Und dann machen wir das nochmal. Und? Wieso denn das jetzt auf einmal? Was ist das? Försterkarte. Ist nicht irgendwas wichtig? Ich bin mir ziemlich sicher, ich habe mir den schon mal angeguckt und da wurde nichts angezeigt. Oder ich habe wieder falsch geklickt, das kann natürlich auch sein. Was hat er wieder Försterkarte auf sich? Die Karte der umliegenden Gegend wird jetzt zwar nicht viel helfen, aber sie enthält die Codenummern
der sicheren Rangerhäuser im Norden. Die guten Namen. Der sicheren Rangerhäuser im Norden. Aha. Ja, hätte man da irgendwie was mitmachen können? Ich fürchte, da ist bei mir wahrscheinlich wieder mal irgendwas durchgegangen. Egal, egal. So, ich rede mal ganz kurz hier mit der netten Dame. In der Hoffnung, dass wir hier wirklich weiterkommen. Hattest du nicht etwas zu erledigen? Komm erst wieder her, wenn du mit der Arbeit fertig bist. Ja, siehst du? Das hat ich ja befürchtet. Wie verdammt kann man denn da die Sklaven befreien? Ja, toll. Ja, hätte ich vielleicht doch erst noch mit irgendwelchen Leuten reden müssen, um da entsprechend Informationen dazu darüber zu bekommen. Leute, die jetzt tot sind, ja, nur mal so ganz nebenbei bemerkt. Irgendwas ist jetzt hier ganz, ganz übel gelaufen. Befürchte ich. Was haben wir denn hier Schönes? Ach. Hallo Nandos, ich bin Luke. Was kann ich für dich tun? Woher kennst du meinen Namen? Joshua erwähnte, dass du in unserem Büro in den vorbeigeschaut hast. Er sagte, du seist ein kleiner Fisch, der große Wellen schlägt. Was meinst du damit? Du ziehst die Aufmerksamkeit vieler Leute auf dich. Du solltest vorsichtig sein. Sprich weiter, ich höre dir zu. Ich habe für heute genug gesagt. Ich glaube, du solltest dich jetzt um deine Angelegenheiten kümmern. Dasselbe Geschwafel, das ich mir von Joshua anhören musste. Kann ich dir ein paar Fragen stellen? Warte, ich muss dir noch ein paar Fragen stellen. Joshua gestattete dir eine Frage. Ich tue dasselbe. Wie lautet deine Frage? Weißt du vielleicht, wo ich Bunker 13 finde? Ja, die Lage des Bunkers ist im Computersystem von Bunker 15 gespeichert, der östlich von hier liegt. Viel Glück, Nandos. Aha. 15 gespeichert, der östlich von hier liegt. Okay, danke. Mysteriös, mysteriös. So, hier komme ich nicht weiter. Da komme ich nicht weiter. Hier ist alles Mauer, 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 Mauer. Okay. Aber irgendwo muss es ja... Ach, hier geht's weiter. Genau. Da war doch irgendwo ein Durchgang, den ich noch nicht benutzt hatte. Vor allem jetzt, wo ich denn meine Waffen habe, bevor ich das mit dem Durchgang mache und meine Leute auch wieder habe, da war doch was mit irgendeiner Karawane. Wo war das denn jetzt wieder? Und ich habe auch noch diese Geschichte hier von wegen, dass ich Sachen verkaufen wollte. Zum Beispiel bei ihm hier. Was darf es denn sein, Fremdling, kaufen? Das hier ist mein Lager. So. Ja, zumindest schon mal hier so ein Riesen-Stimpack, was auch nicht verkehrt ist. Waffentechnisch ist er einigermaßen ausgestattet. Aber auch mal so, ne? Geld? Hab ich nicht nachgeguckt. Geld hat er keins mehr. Habe ich das schon alles abgeknüpft? Möglicherweise. So. Okay, ne, die natürlich nicht. Aber ich hau mal so ein Teil hier rein. Was würde so ein Steampack hier kosten? Okay. Er hat zwei Geigerzähler, ob wir die brauchen, sei mal dahingestellt. Dann hat er, was ist das? 5 mm. Ich brauche da was anderes. Wenn dann 14. Ja, das hat er natürlich nicht. Das wäre ja auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Hat er irgendwas anderes, was ich irgendwie noch gebrauchen könnte? Was ist das? Kampfgewehr. Okay. Nun gut. Dann krieg ich da von mir noch $16.
wenn ich sie dann finde. Ja. Und dann tauschen wir das entsprechend. Ja, was war mit Arbeit oder war das bei ihm hier mit der Arbeit? Ich suche ein paar Wachleute, falls du interessiert bist. Nicht schlecht. Klingt, als wärst du brauchbar. Wir suchen Wachleute für den Brahmintrieb nach Redding. Es gibt 2000 Dollar Lohn. Verluste am Inventar bis zur Ankunft gehen davon ab. Wenn du interessiert bist, dann komm morgen ans Tor von Westin Ranch. Oh, wenn du nicht aufkreuzt, wird's nichts mit dem Job. Das klingt gut. Komm morgen ans Tor. Also, gut, nächsten Tag dahin. Klingt gut. Na gut, sonst noch was, Fremdling? Erstmal goodbye. Wenn wir mal eine 2000 haben oder nicht haben. Komme ich jetzt hier durch? Sehr schön. Das hat schon mal so weit gedacht. Was soll das denn jetzt? Okay, das hat nicht geklappt. Verdammt. Der letzte Punkt war hier. Sklaven befreien. Ja, super. Wie ist der Stand der Dinge? Ich glaube, das kann ich am besten hier nochmal klären. Wieso lässt er mich erst durch und ja, also manchmal, ne? Raus. Ich habe meine Sachen zwar abgelegt, aber meine Leute hier anscheinend noch nicht. Ja, super. Das klappt ja heute wieder super gut. Bin total motiviert. So. Ausrüstung. Ich würde das an eine Rüstung geben. Doch, wir haben die Waffen abgelegt. Der reagiert auch mal so oder so mal so. Ja, nee, alles gut. Oh Mann. Habe ich da vielleicht noch irgendwie... Guck nur ganz kurz. Aber nee. Das war der letzte Stand der Dinge. Ja. So Mist aber auch. Gut, dann rede ich hier nochmal mit dem Sheriff. Alles klar, Probleme, 15 Siedler, alles klar, Dani, was wir empfehlen, alles klar, danke. So, dann haben wir das schon mal. Echt nicht wahr. Okay, dann bei ihm rein, den anderen Weg kann ich mir jetzt erstmal sparen. Denn da haben wir jetzt erfahren, dass das so nicht geklappt hat. Und ich glaube, die Karte dort hat sich wahrscheinlich auch erledigt. Ich gehe erstmal auf Kaufen. Mehr. So, hat er die gleichen Sachen anzubieten wie vorhin. Das sieht ja noch aus. Gut. Du gibst mir das. Nein, um Gottes Willen. Gib dir das. Und irgendwelchen Kleinkram, den ich ihm irgendwie aufs Auge drücken könnte. Das ist wie diesem Messer.
irgendwas anderes, was interessant wäre. Eigentlich nicht. Na komm, egal. Dann packen wir das wieder weg. Und die 16 Ocken da drauf. So, okay, bieten. Okay, guter Tausch. Arbeit. Nicht schlecht. Gut. So. Das muss ich wahrscheinlich tatsächlich bis zum nächsten Tag warten, bis ich da irgendwas machen kann. Erstmal speichern. Kann man mit dem reden? Oder schießt er dann auch sofort? Das hier ist Privateigentum, geh bitte weiter. Entschuldigung, wer wohnt hier? Das ist die Westin Ranch. Hier wohnt Stadtrat Westin. Verstehe, dann gehe ich also. Okay, ich muss auf jeden Fall dann erstmal bis zum nächsten Tag warten. Sonst lässt er mich nicht da durch. Und wir sind relativ schnell tot. Wir haben andere Probleme. Gut. Hier konnte ich weiter nichts machen. Das ist ja damals auch nicht so ganz so gut gelaufen mit der Selbstmordaktion, die ich nicht verhindern konnte. Wahrscheinlich habe ich da auch irgendwas übersehen oder so, irgendwas vergessen. So. Hier wenigstens wechseln. Das scheint zu funktionieren. So, oh, wie haben sie denn hier stehen? Du siehst Statur. Huch. Oh. Es gibt eine Tafel an der Basis. Darauf steht, für den Fremden von Bunker 13. Was nicht existiert, muss man sich manchmal erträumen, um sich durch seine Träume zu größeren Höhen inspirieren zu lassen. So geschah es mit dem Fremden und seinen Glauben an die Legende über den Bunker 13. Aha, also das ist quasi unser Vorfahre, den sie hier ein Denkmal spendiert haben. Das ist schön, nettes kleines Gimmick am Rande, sehr schön. Ja, dann werde ich mal zusehen, dass ich hier in NKR noch wenigstens das eine oder andere geregelt bekomme. Im Augenblick läuft es ja mehr so suboptimal, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin nach wie vor nicht so ganz glücklich. Ist auch die Sache da mit den Sklaven und so. Sehr, sehr kurios. Ja, vielleicht muss ich mir aber doch mal wieder mal schlau machen, welche Möglichkeiten da bestehen, was ich vielleicht übersehen habe oder dergleichen. Keine Ahnung. Dieses und weiteres werden wir auf jeden Fall klären, aber dann erst in der nächsten Aufnahmesession für diese dritte Vorproduktionswoche. Und ja, bis dahin wünsche ich euch wie immer alles Gute und genießt den Tag.